Hinten kommt gerade ein Schiff. Es ist Freitag, 9 Uhr, knackig kalt und die Sonne kommt gerade raus. Und hier bin ich. Guten Morgen. Also, ich will euch mal kurz was zeigen. Mittlerweile ist der Platz gut gefüllt. 9 Mobile stehen hier. Jetzt unsere. Olli und Manu. 2 Vierter. Bernd und Sabine. Und ganz hinten, die kennen wir nicht. Nachdem wir gestern hier so schön draußen gesessen hatten und wirklich eine angenehme Zeit miteinander verbracht haben, sind wir abends noch Abendbrot essen gegangen, drüben im Anker natürlich, und haben schöne Gespräche gehabt. Und keiner hatte Lust, hier die Runde aufzulösen. Also sind wir zu uns in die Villa und haben dort weitergemacht. Gegen 10:30 kam das nächste Wohnmobil angefahren und es dauerte keine 10 Minuten später, klopfte es bei uns. Dann hat er die Bilder im Facebook gesehen, wie wir hier so schön sitzen. Und hat sich gesagt, da will ich dabei sein. Und dann war er dabei. Es wurde heute Nacht 13:30, wo wir die Tafel aufgelöst haben. Es war wunderschön. Ach, wie liebe ich das. Das sind solche Momente, die das Wohnmobilfahren so richtig schön machen. Ja, muss ich sagen. Na Manu, ausgeschlafen oder aufgehört? Aufgehört. Dachte ich mir. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin mal mit meinem Hundi wieder unterwegs. Ja. Was ist jetzt der Knie denn hier? Oh. Aber herrlich, ne? Ey, die Temperaturen liebe ich, das muss ich wirklich sagen. Sonnenschein, also ist so toll. War schon beim Metzger. Ehrlich? Hast du die Brötchen geholt? Ja, ja. Oh, nee, so weit sind wir noch nicht. Matteo. Der Main hat relativ viel Wasser, wie ihr so seht hier. Der Pegel ist aber schon wieder am Sinken, haben sie uns erklärt. Mach mal. Der Traum eines jeden Wohnmobilstellplatzbesitzers. Ein fast voller Stellplatz. Wir werden die nach noch mal füllen, wenn er voll ist. Es sind ja auch ganz viele noch reserviert. Ja, die kommen erst morgen. Alle reserviert. Mhm. Ja, wir sind am letzten Ziel. Nee, vorletzten Ziel. Wir machen vielleicht noch eine Übernachtung. Eine Übernachtung machen wir noch vom 1. zum 2. Ja. So kurz vor der Heimat. Nein, aber jetzt ist Weihnachtengeschichte. War sehr schön bei den Kindern. Dann sind wir Mittwoch noch los und sind ja, habt ihr ja dann schon alles gesehen. Ja. Gestern in Albertshofen,
ein schönes Treffen gehabt, spontanes Treffen mit Wohnmobilisten, die wir alle schon kannten. Wahnsinn. Und nachts 23:30, ne? Oder abends 23:30 kam dann noch einer an. Der Thomas noch dazu. Extra, weil er uns auf dem Bild gesehen hat bei Facebook, ist er gleich noch losgefahren. Die sind jetzt weiter nach... Ich muss gucken, ob Biene ist nämlich draußen. Die sind heute weitergefahren nach Bad Wertheim. Nach Wertheim und dann nach Bad Kissing wollen sie. Dort feiern sie dann Silvester. Genau. Und wir haben ja jetzt hier am Twistesee unsere Silvesterparty. Vielleicht unsere Silvesterparty mit 4 Freunden. Befreundeten Wohnmobilfahrern. Jo. Ja, so schön steht man jetzt am Twistesee. Und da hinten stehen wir. Ganz am Ende. Einfach toll. Solche Talk. Guten Abend. Und wir sind alle vollständig. Freilich sind wir vollständig. Es fehlt ja nicht von jedem irgendwas. Sind alle da, wolltest du sagen? Wir sind vollzählig. Sind vollständig. Jetzt wieder. Und wisst ihr, was es gibt? Breitstellen. Genau. So, Delle. Wollen wir zeigen, was wir hier haben, ne? Gut. Es gibt Bratwürste, Krakauer, ja. Brötchen backen wir gerade noch auf. Das sind Krakauer aus dem Harzland, aus Katlenburg. Und hier sind wir alle. Schreibt, ihr seid unscharf. Jetzt macht die Kamera nicht kaputt, ne? Wenn du uns fotografierst. Das Wandern ist des Müllers Lust. Oder wir singen das Rennsteiglied. So, das war jetzt die erste Taxi jetzt wahrscheinlich. Zweite. Oder? Zweite. Ausflug nach Bad Arolsen. Na, mal sehen. Meine Frau sagt, wir melden uns. Du meld dich mal. Guten Morgen. Wir sind jetzt fast 3 Kilometer, über 3 Kilometer nach Bad Arolsen gelaufen. Richtig. Weil das Taxi... Also, erst einmal. Der Stellplatz Twistesee hat das sehr gut organisiert. Das fährt um 11 jetzt die ganzen Tage ein Taxi nach Bad Arolsen. Aber es standen schon so viele Leute dort und wollten mit dem Taxi fahren, dass wir beschlossen haben, wir laufen. Und es war eine kurzweilige... Wir sind da hinten die Vierer. Hier unten ist der Manfred. Ja, die 2 Kinder. Ja. Genau. Und jetzt stehen wir vorm Schloss. Das zeigen wir hier nochmal. Das Schloss von Bad Arolsen. Naja, gibt es nichts weiter. Sicherlich noch viel mehr zu erzählen, aber für uns ist das Ansehen das Schöne, Interessante. Die Architektur, genau, und so weiter. Ja, das hat man ausgemacht, dass wir einen gemeinsamen Spaziergang machen nach Bad Arolsen. Und die Idee, wieder Silvester zusammen zu feiern, Moni, Michael, Manfred und Birgit,
ist schon letztes Jahr am 1. Januar geboren. Dieses Jahr, 1. Januar geboren. Wohin wussten wir noch nicht, aber jetzt sind wir am Twistesee. Und dazugestoßen sind Mario und Sabine noch. Die kennt ihr auch schon aus den Videos, die sind von unserem Stammtisch. Genau. Naja, hinwärts sind wir gelaufen. Rückzug werden wir wahrscheinlich mit dem Taxi fahren. Aber das wissen wir noch nicht. Das entscheiden wir noch alles. Das sind schon Stiefmütterchen. Richtig. Da ist schon der Frühling ausgebrochen. Richtig. Und das am 29. Dezember. Gibt's schon Stiefmütterchen. Also mit dieser Bagage gehe ich nicht mehr wandern. Jetzt haben sie mir versprochen, wir fahren mit dem Taxi heim. Guck mal an, was wir machen. Wir laufen wieder durch die Gegend. Wieder 4 Kilometer. Ach, ist das ein... Hier sind sie. Jens, nur die Harten kommen in den Garten. Die meine ich da hinten. Zimmermanns. Von Zimmermanns. Ja, ihr habt alle getrunken. Aber nicht viel, da ging nichts zu trinken. Aber jetzt, wer möchte noch einen? Kommt hier auf den Teppich, halt mal hoch. Ja, habe ich verschenkt. Ach so. So was Gutes verschenke ich immer. 2 Tage vor Silvester. Wir stehen vor den Wohnmobilen und lassen uns das Leben gut gehen. Ich mache mich mal kleiner, damit ich mit drauf komme. Das ist halt so, wenn man eine Mini-Kamera hat. Jetzt sind wir zu zweit drauf. Na dann los, noch einmal. Die lachen hier alle. Guck mal her, wir werden jetzt erst einmal alle, die lachen, aufzeichnen. Nee. Also, Twistesee, es hat geregnet, Jalousie rausgemacht und schon stehen wir. Wunderbar. Und feiern. Bar ist eröffnet, nicht zu sehen. Macht doch nichts, ich kann da labern. Gut. Heute ist mal meine Ela zu sehen. Deine 21 Uhr. Wir haben die Party nach außen verlagert. Es ist der 30. Dezember. Der Countdown läuft. Wir gehen jetzt wandern rund um den Twistesee. Der Manfred und die Iris sind zu uns gestoßen. Die gehen jetzt mit uns laufen. So, der Stellplatz ist voll, wenn morgen die Party steigt. Und der blaue Himmel kommt auch. Naja, wenn Engel reisen. Also an dem Twistesee gibt es auch Badestrand. Man kann Rad fahren, wandern gehen.
Und Essen und Trinken gibt es hier auch. Die Erhaltung der Art ist gesichert. So, das ist unsere Runde. Unsere Kaffeerunde. Unsere Silvesterrunde. Jetzt ist Kaffeerunde. Jetzt trinken wir Kaffee. Mit Stollen und genau. Leckern. Hier zeig unser Kaffeebuffet. Gib mir mal mein Bier. Ja. Ja, es ist recht kühl. Aber wir haben ja den 30. Dezember, da darf das auch sein. Genau. Und mittlerweile ist es doch wirklich ganz gut gefüllt hier. Wenn ich das so richtig sehe, zwei vereinzelte Plätze sind noch frei. Ja. Naja. Was machen wir heute Abend? Grillen. Die Sabine hat leckere Nudelsalat gemacht. Mein Vater hätte jetzt gesagt, das, was wir gegessen haben. Mein Vater lebt schon lange nicht mehr. Na gut, bis dann. Tschüss. Ja. Das nicht so an. Ja, ja. Du kannst aber deine Brille damit putzen. Na, sehr schön. Du hast keinen Kratzer drauf. Nee. Noch nicht. Das ist ein sogenanntes Gastroset. Gastroset. Danke. Kannst sehr. Kannst du deine Gläser polieren? Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank euch. Und was sagt, da ist ja noch ein Haken drin. Ja, ja, da kommen wir gleich noch zu. Der reicht nicht. Jens, bevor ich das wegmache, bitte. Hat nicht gepasst. Hat nicht. Du meine Güte, das Haus voller Gäste. Ja, guten Morgen. So. Manfred? Ja, alles klar, danke schön. Ich gratuliere dir. Danke dir. Ja, ne? So. Guck mal her. Nachschub. Ah, Manfred. Weißt du, dass du noch 70 wirst? Ja, ja. Wenn er sich in Zukunft mit einer jungen Frau beschäftigt, dann weißt du Bescheid. So, dann solltest du diesen. Hat er doch an mir zu knabbern. Junge Frauen kommen nicht rein. Und dann solltest du diesen Flüssigkeitsstand dieser Flasche betrachten. So, ganz klar. So. Manfred, was ist denn das? Erklär mal. Was? Das da. Das ist Hilfe für alte Männer im Bett, damit man gut schlafen kann. Viagra. Viagra. Schnaps. Da müssen wir noch mal erklären, wie das zustande kommt. Ja. Alles klar. Gut. So, das andere Fläschchen, das habe ich bei mir oben in der Fritine drin stehen, so über dem Schreibtisch. Jetzt feiern wir ganz angestrengt Geburtstag. Jawohl, machen wir. Heute ist der 31. Dezember. Und jedes Jahr Geburtstag, immer zum selben Datum. Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute. Ja. Und euch allen auch ein schönes neues, gesundes neues Jahr. Na, so weit ich kenne dich jetzt 3 Tage. Ja. Und ich wünsche dir, dass du weiter so auf deinem Weg bleibst. Wie die letzten 3 Tage. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, länger kenne ich dich noch nicht. Aber es ist wieder kalt. Ja, das kann man ja ändern. Hallo, morgen. 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 Ja, ich habe auch alle zusammen. Womit fangen wir an? Mit einem Sekt oder Bier oder was? Der Jens hat bestimmt Kaffee Bier. Nee, Kaffee möchte ich nicht. Also ich bin für Bier. Ich mach mal. Ja, aber ich hatte eigentlich gesagt, ich bin für Bier. Was kriegen wir Kölsch? Das
sind sie schon eingeladen und dann hüllen sie immer noch. Wir haben aber noch genug für das Bier runterzuspülen. Alles klar. Ja, Silvestertag heute. Viele so in gespannter Erwartungshaltung. Machen wir einen kleinen Platzrundgang. Ich gebe mich gerade auf den Fußweg vom oberen Platz nach unten. So, viel Bewegung heute hier drinnen. Noch mal einige zum Einkaufen gefahren. Naja, das Wetter ist leider Gottes nicht so. Aber wie sagt meine Ela immer, man kann sich's nicht aussuchen. Vielleicht auch gut so. Auch von hier unten ist das die obere Plattform. Recht toll anzusehen. Ich schwenke gerade mal. Schöner Blick auf den Twistesee von da oben. Ist eigentlich ganz toll. Schön, wie ihr winkt. Willkommen im Jahr 2019. So schnell geht's. Gott segne Christen am bleibdeutschen Strand sind die Fische im Wasser und den Wellen am Land. Und auf der Heimreise. Guten Morgen. Noch ein gesundes neues Jahr. Ja. Genau. Wünschen wir euch. Das ist der 1. Januar, ja. Es ist grau in grau. Regnet. Ekelhaft. Deswegen haben wir uns entschlossen, heute schon nach Hause zu fahren. Ja. Der Plan war erst morgen, aber bei dem Wetter macht es ja keinen Spaß, da noch einen anderen Stellplatz anzufahren, wenn man sowieso der Urlaub rum ist. Ja, unsere Weihnachtstour ist zu Ende. Die Silvesterparty am Twistesee,
im Reisemobilhafen Twisted Sea bei der Sigrid. War sehr schön. Da hört's, gell? Ja, mit dem Wetter hatten wir auch Glück gehabt. Unsere Silvesterrunde war auch super. Ja, wir kennen sie ja alle schon ziemlich lange. Ja. Wir wünschen euch ein wunderschönes Jahr. Und wir hoffen, dass wir auch ein schönes Jahr haben. Jens muss sich wieder konzentrieren. Ja. In diesem Sinne. Seid gespannt, von wo wir uns nächstes Wochenende melden. Das Wochenende drauf wissen wir schon, wo wir sind. Wir sind mal in Stuttgart. Oh, meine Stimme bleibt weg. In Stuttgart. Also tschüss. Bis bald.